Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure neue Kongstar SIM-Karte aktivieren und freischalten könnt. Los geht's! Um die Aktivierung zu starten, öffnen wir zuerst unseren Google Play oder Apple App Store und laden uns die Kongstar App herunter. Danach drücken wir auf Öffnen. In der App stimmen wir zuerst den Datenschutzhinweisen zu. Jetzt sehen wir auch schon den Punkt, wo wir unsere Kongstar SIM-Karte aktivieren können. Wir drücken ungefähr in der Mitte auf Hier geht's zur Aktivierung. Im nächsten Fenster müssen wir unsere neue Kongstar Mobilfunknummer und unsere PUC eingeben. Beide Nummern finden wir auf der Rückseite der Plastikkarte aus unserem Kongstar Starter Set. Um die Nummern zu sehen, müsst ihr diese erst mit einem Geldstück freikratzen. Haben wir die Rufnummer und unsere PUC also eingegeben, drücken wir auf Weiter. Jetzt können wir uns aussuchen, ob wir unsere alte Rufnummer zu Kongstar mitnehmen möchten oder die neue Telefonnummer verwenden möchten. In meinem Fall möchte ich eine neue Telefonnummer und ich drücke auf diese Rufnummer verwenden. Jetzt werden wir gefragt, ob wir bereits ein bestehendes Konto bei Kongstar haben. Ich habe noch kein Konto und drücke deswegen auf mit neuem Benutzerkonto starten. Im nächsten Fenster müssen wir jetzt unsere persönlichen Daten, wie zum Beispiel Name und Adresse, ausfüllen. Wir füllen also alle Daten aus, achtet darauf, dass diese auch wirklich stimmen. Haben wir alles ausgefüllt, drücken wir ganz unten auf Weiter. Als nächstes müssen wir noch eine vierstellige PIN festlegen. Diese brauchen wir, falls wir einmal beim Kongstar Service anrufen möchten. Wir suchen uns also vier Zahlen aus und drücken dann auf Weiter. Danach müssen wir uns einen Benutzernamen und ein Passwort aussuchen. Das benötigen wir, um uns später in der Kongstar App anzumelden. Wir legen uns also einen Benutzernamen und ein Passwort fest und drücken dann auf Weiter. Im nächsten Schritt werden uns unsere Daten noch einmal zur Kontrolle angezeigt. Geht hier am besten jeden Punkt noch einmal genau durch und schaut, ob alles korrekt eingegeben ist. Wir scrollen also weiter nach unten und setzen zwei Haken bei den AGBs und beim Widerrufsrecht. Natürlich erst, nachdem wir diese auch gelesen haben. Danach drücken wir auf zahlungspflichtig bestellen. Jetzt müssen wir uns nur noch bei Kongstar identifizieren. Wir kopieren uns die PostIdent-Vorgangsnummer heraus und drücken auf PostIdent-App laden. Jetzt öffnet sich der Google Play oder Apple App Store und wir können die App installieren. Ist die App installiert, drücken wir auf Öffnen. Wie ihr sehen könnt, wurde die Vorgangsnummer bereits hinterlegt und wir können mit der Identifizierung beginnen. Ich drücke also auf Fortfahren. Jetzt haben wir drei Möglichkeiten, uns zu identifizieren. Entweder vor Ort in einer Postfiliale, über die neue Online-Ausweisfunktion oder per Videochat. Ich wähle mir den Videochat aus, da das die schnellste und einfachste Möglichkeit ist. Ich drücke also auf PostIdent durch Videochat. Im nächsten Fenster bekommen wir noch ein paar Infos und drücken auf Identifizierung starten. Danach müssen wir noch ein Foto von unserem Ausweis machen und ein paar Daten angeben. Diesen Schritt zeige ich hier allerdings nicht. Das Ganze dauert aber nur 2 bis 3 Minuten. Wurde die Identifizierung erfolgreich abgeschlossen, bekommen wir von Kongstar eine E-Mail, dass die Legitimation erfolgreich war und die SIM-Karte bald freigeschaltet wird. Bei mir hat die Freischaltung ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ist die Freischaltung abgeschlossen, bekommen wir von Kongstar eine weitere E-Mail zur Bestätigung und noch eine SMS. Haben wir die E-Mail also bekommen, legen wir nur noch die Kongstar SIM-Karte in unser Smartphone ein. Dafür brechen wir die SIM-Karte aus der Plastikkarte heraus. In meinem Fall benötige ich die kleinste Größe. Ist die SIM-Karte eingelegt, können wir auch direkt lostelefonieren. Eine PIN benötigt die SIM-Karte nicht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Telefonieren. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, deine Kongstar SIM-Karte zu aktivieren, würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein kostenloses Abo oder ein Super Thanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine TestVenture Crew.